Steh auf, Jerusalem, und steig auf die Höhe. Schau nach Osten und sieh.
wie deine Kinder. Vom Untergang der Sonne bis zum Aufgang hat das Wort des Heiligen sie gesammelt. Sie freuen sich, dass Gott an sie gedacht hat. Denn zu Fuß zogen sie fort von dir, weggetrieben von Feinden. Gott aber bringt sie heim zu dir, ehrenvolle Tage, wie in einer königlichen Sänfte. Senken sollen sich alle hohen Berge und die ewigen Hügel und heben sollen sich die Täler zu lebendem Land, sodass Israel unter der Herrlichkeit Gottes sicher dahinziehen kann. Wälder und duftende Bäume aller Art spenden Israel Schatten auf Gottes Geheiß. Denn Gott führt Israel heim in Freude, im Licht seiner Herrlichkeit. Armut und Gerechtigkeit kommen.
ist ja Verschiedenes zu verstehen. Zunächst einmal verstehen wir Menschen, dass die Welt in Ordnung sein soll, dass man gesund ist und alles hat, was wir zum Leben brauchen. Man soll sich in Seele und Leib wohlfühlen und das Leben als sinnvoll erfahren. Wir brauchen ja alle gute Beziehungen zu verständnisvollen und lieben Mitmenschen. Allerdings haben viele nicht das Glück, all das zu erfahren. Allzu oft erleben solche Menschen, dass ihr Leben und all ihr Tun gestört wird und durch verschiedene Umstände beeinträchtigt und gestört ist. Sie leiden an Hungersnöten, an Krieg und Terror. Das sind ihre ständigen Begleiter und sie sind gezwungen, auf der Flucht zu sein. Viele haben auch Schwierigkeiten mit ihren Mitmenschen und sie gehen solchen Dingen aus dem Wege, dass sie nicht gerade mit den Menschen auskommen müssen. Noch haben wir immer das alle aber selber in der Hand, es zu ändern und gut zu machen. Wir sollen versuchen, uns bemühen und dafür sorgen, dass Gottes Heil wirklich in die Welt kommen soll, kommen kann und dass das Heil wirksam wird. So wird unser Leben menschlicher und Gott wohlgefälliger. Versuchen wir, diesen Advent wiederum dafür zu nutzen, dass wir Christus näher kommen, dass wir ihn immer wieder in unser Herz aufnehmen und dass wir bereit sind, das große Fest seiner Ankunft wirklich und würdig zu begehen. Wir beten um Krankenschwestern.
Messenleiten, verstorbene Seberhausgruppe und die Verstorbenen der Familie Elbach. Thank you.
kommenden Leute, Missionaren und Diakonen, möge alle zum Dienst in der Kirche bereit sein. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie wegschauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit den Heiligen Jungs, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, vor Anbeginn der Welt. Dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in ihm.